Hi Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr wisst, ich habe momentan ein etwas größeres Thema am Laufen, das ich in mehrere Videos aufstaffe, nämlich das Thema Liebesbeziehungen. Und ja, ich wollte nur mal ein anderes Thema quer mit reinnehmen, weil es durchaus teilweise auch mit dem Thema Liebesbeziehungen zu tun haben kann. Die Rede ist hierbei von Trauer, beziehungsweise vom Traurigsein. Was es miteinander zu tun hat, das fragen sich jetzt bestimmt einige. Oh, mal Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, zur Liebe gehört auch Sehnsucht. Die Sehnsucht nacheinander. Und von daher kann man es durchaus auch mit Trauer verbinden. Beziehungsweise in einer Liebe ist man ja normalerweise glücklich miteinander. Und ganz ehrlich, ich glaube kaum einer, der eine Liebesbeziehung hat oder hatte, wird festgestellt haben, dass es nicht ohne Trauer geht, nicht ohne Traurigsein geht. Und ja, die große Frage, die ich diesmal an euch habe, ist, wie redet ihr denn mit dem Thema um? Wie redet ihr mit dem Thema Traurigsein um? Setzt ihr euch in die Ecke und wollt nur alleine sein? Oder sucht ihr die Ablenkung und versucht zusammen mit Freunden was zu unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen? Versucht ihr vielleicht zusammen mit Freunden zu spielen, Online-Games zu zocken? Oder irgendwas anderes zu machen? Oder setzt ihr euch eher zurück in irgendeine stille Ecke eures Kämmerleins, verkriecht euch unter die Decke und lenkt euch mit heißer Schokolade ab? Naja, jeder macht das halt anders. Und ja, jetzt meine Frage an euch: Wie redet ihr damit an? Ich bin auf jeden Fall schon mal richtig gespannt auf eure Antworten, die ihr wie immer natürlich in Form von Kommentaren hier unter diesem Video liken könnt. Wenn ihr zu dem Thema Traurigkeit noch weitere Videos haben wollt, gebt mir bitte ein paar Likes, damit ich Bescheid weiß. Ansonsten lasse ich es einfach bei dem einen Video und nehme es mit zu dem Thema Liebesbeziehungen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Abend weiterhin. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Euer Darren Savan. Cheerio.